So, weiter geht's mit Let's Play Oblivion. In der letzten Folge haben wir Penelé beraubt. Erfolglos. So, ihr habt Bernadette Penelés erwischt? Wie? Sie hat mich beobachtet und verfolgt, oder? Und weil sie mich erwischt hat, verfolgt sie ihn Das habe ich natürlich. mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Hervorragende Arbeit. Hierfür erwartet euch ein Bonus, keine Sorge. Aber natürlich, das Gold hier. Aber da ist noch jemand, über den ihr Nachforschungen anstellen sollt. Tutius Sextius, kennt ihr ihn? Ein ruhiger Bursche, scheint völlig harmlos. Aber ich habe ihn als einen der Hauptverdächtigen ausgemacht. Er ist schlau, kein Zweifel. Augen im Hinterkopf. Scheint immer zu wissen, wenn ich ihn beobachte. Und genau da kommt ihr ins Spiel. Wartet vor seinem Haus und achtet darauf, was er tut, wenn er mich gerade nicht beobachtet. Ich warte dann morgen Nacht hier auf euch und euren Bericht. Ich habe schon immer vermutet, dass sie mich beobachtet. Ich danke euch dafür, dass ihr mir das endgültig bestätigt habt. Er lebt in dem großen Haus zwischen dem niederen Tor und der Ostbrücke. Allein. Verdächtig, meint ihr nicht? Nicht wirklich. Lasst euch nicht von Tutius Sextius erwischen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Quest einfach so machen soll, dass ich vorspule. Oder ob ich es so mache, dass ich wirklich die Leute verfolge. Ich bin Valandros Arbor, Primas von Julianos. Ihr dürft mich mit eurer Eminenz ansprechen. Und den will ich irgendwann töten. Ich vertraue euch nicht genug als... Okay, dann nicht. Auch ihr. Ja, ja, auch ihr. Jetzt auf einmal. Ich werde auf jeden Fall mal 9 Stunden warten. Und dann etwas aus meinen Taschen zu verkaufen, die völlig überfüllt sind. Müsste nur wissen, wo hier ein Laden ist. Hier ist keiner. Da, Hammer und Zange. Da will ich hin. Und vielleicht finde ich auf dem Weg noch irgendeinen Alchemistenladen oder sowas. Kann ich da noch meine Zutaten und Tränke verkaufen? Ich bin Falanu, Haus Lalu. Als ob das hier eine Rolle spielen würde. Was lässt euch glauben, ich wüsste irgendetwas darüber? Aber wie es der Teufel will, bin ich gerade oben im kaiserlichen Reservat, weit entfernt im Nordnordwesten von Skingrad, auf einige Sanguin-Verehrer gestoßen. Natürlich, rein zufällig. Genauer kann ich euch den Weg leider nicht beschreiben. Ich bin meistens nachts mit einem Führer gereist und habe deshalb nicht allzu viel vom Weg gesehen. Warum läuft sie nachts mit dem Führer herum? Ich bin der einzige Alchemist Skingrads. Hier gibt es nicht viel zu verdienen, aber ich kann nicht zurück nach Morrowind. Es ist einfach wie überall im Kaiserreich. Nebenbei, wisst ihr, wie hoch hier in Cyrodiil die Strafe für Leichenschändung ist? Nur so eine Frage. Trotzdem vielen Dank. Ich hätte ihr ja gerne geholfen. Aber leider weiß ich es nicht. Nicht so laut, bitte. Ich habe solche Kopfschmerzen. Ich bin Agnete, die Schmiedin. Die Besäuselte nennen sie mich. Ich wünschte, ich wäre tatsächlich besäuselt. Okay. Fasst euch kurz. Dann rede ich erstmal mit dir, damit sie noch mehr Kopfschmerzen kriegt. Weder jetzt noch. Der war gut. Und dann verkaufe ich ihr was. Sicher? Ihr bitte. Wohl kaum. Das ist... Erzählt nicht solchen was ist... Wohl kaum. Ja? Wohl kaum. Versuch bitte nicht. Es tut mir leid. Hört auf. Ja. Was für ein Unsinn. Das ist... Weder jetzt noch... Ja, wohl kaum. 79 bisher ist schon mal ganz was gut. Hört auf. Wohl kaum. 81. Das ist... Erzählt nicht. Hört auf. Wohl kaum. 83. Sicher? Wohl kaum. Ihr...
Einverstanden. Okay, 84. Ich habe die besten Waren. Dann, oh, Handelsgeschick-Experte. Dann gehe ich mal auf 50. Ich hoffe, das funktioniert. Macht mir ein besseres an. Nein, es funktioniert nicht. 45? Ein Ex. Sehr gut. Und weil die Pfeile so viel wiegen, verkaufe ich mal. Bis ich nur noch. Ja, 90 Stück. Der Bärenpelz. Gold. Gold und die Löwenpelze natürlich. Die Perle. Daran habt ihr. Und der ganze andere Quatsch in meinem Inventar. Das ist ein echtes Schnäppchen. Empfehlt mich. Mal schauen. Ja, jetzt kann ich doch wieder genug viel tragen. Das ist doch angenehm. Und ich hab Geld. Guten Morgen. Und den da soll ich verfolgen. Dün, 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 dün. Hallo. Hallo. Geh weiter. Ich muss dich verfolgen. Haben wir mal eine Münze? Keine Zeit. Ihr seid neu hier, sonst würdet ihr mich kennen. Tutius Sextius. Meine Leute leben seit Anbeginn hier in Skingrad. Mein Vater und der Graf waren die besten Freunde. Vielleicht solltet ihr einen Priester aufsuchen, vielleicht einen Bettler oder einen Wachmann. Ihr und ich, wir haben nichts gemein. Worüber sollten wir uns unterhalten? In der trostlosen Mine hat die Kämpfergilde perfekt gearbeitet, oder? Sie haben die Goblins vertrieben und keiner wurde verletzt. Tja, liegt alles an mir. Wiedersehen. Lauf weiter. Nein, andere Richtung. Danke. Dort unten ist irgendwo eine Höhle und dort ist irgendwo eine Mine. Interessant. Ich bin gar nicht auffällig. Das sieht aus wie ein Söldner. Ich glaube, er geht zum Schloss. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Das Schloss in Skingrad ist mit das Schönste, finde ich. Der kaum auffällige Mensch läuft mal hinterher ins Schloss. Die Flammen sehen eigenartig aus. Und warum brennt das hier eigentlich? Wer hat hier diese Steinsäulen angezündet? Auf jeden Fall ist die Stadt schön. Das Kloster ist fast so hoch wie das Schloss. Ihr seid's, hi. Ich kenne dich nicht. Oder? Doch, kann sein, dass ich ihn schon mal in der Stadt getroffen habe. Was denn nun schon wieder? Und hier bleibst du jetzt stehen. Wie geht es euch? Okay. Da er genau hier stehen bleibt, wissen wir, was er tut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge.